möchte recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz zu anlässlich vom Bezirksmusikfest 2016 in Aigen am 2.7. Thema ist das 63. Bezirksmusikfest in Aigen im Ennstal. Das ganz Besondere ist, dass wir auf zwei Bühnen spielen und es werden sehr viele Musikkapellen konzertieren. Was da besonders ist, weil 1200 Musiker auf einem Haufen, das ist ganz selten. Und dass wirklich fast alle konzertieren, und das ist einmalig im Bezirk Lietzen, dass man fast 20 Kapellen aus unserem Bezirk, im Musikbezirk Lietzen, von 24 Kapellen werden 20 konzertieren, und das haben wir noch nie gehabt. Und jetzt bitte ich einen kleinen Bezirkskapellmeister, dass er da weitermacht. Gern, ich darf mich auch recht herzlich begrüßen, mich freut das ganz besonders. Der Wolfgang und ich haben jetzt seit eineinhalb Jahren die Geschicke vom Bezirk übernommen und wir versuchen da einige Dinge vorsichtig neu zu denken, ohne dass wir die Traditionen aufweichen oder vergessen, neue Impulse einzubringen und neue Ideen. Wir wollen das mal anders gestalten. Wir wissen, die Feste haben sich eingespielt, gut eingespielt. Wir wollen aber neue Impulse bringen und auch die Möglichkeiten von unseren Kapellen nutzen, die wir im Bezirk haben. Und ich möchte eigentlich gern haben, dass alle 24 Kapellen sie präsentieren können, dass das Ganze ein Fest von Musiker für Musiker und das, was uns ein großes Anliegen ist, auch ein Fest für alle Musikbegeisterten oder Leute, die sich einfach einen schönen Nachmittag machen wollen und diese Stimmung von so einem Fest auffangen wollen, dass möglichst viele solche Leute kommen. Was wird passieren? 28 Kapellen sind da. Um 2.45 Uhr passiert der Aufmarsch, die Defilierung. 14.15 Uhr ist dieses Gesamtspiel und dann ist dieses besagte Open Air. Vor der Gemeinde ist dann die Ehrentribüne, da wird die Defilierung passieren und alle 28 Kapellen werden da vorbeimarschieren. Wir haben 24 Kapellen im Bezirk. Und natürlich die restlichen vier sind Gastkapellen aus dem Nachbarbezirk, die auf Besuch kommen und uns musikalisch unterstützen werden. Es gibt bei diesem Bezirksmusikfest nicht eine Bühne, sondern zwei Bühnen, also zwei große Plätze, wo das Fest gleichzeitig passiert. Direkt vor der Butterer Seehalle ist die erste und dann hinten beim Tennisplatz die zweite, also Spielrichtung Richtung See. Und die erhobene Bühne ist Spielrichtung Festplatz. Die Musikkapellen gleichzeitig auf Bühne 1 und 2 werden jeweils eine halbe Stunde spielen und wirklich der ganze Bezirk und inklusive unseren Gastkapellen wird sich da präsentieren. Und das ist das Besondere, das hat es noch nie gegeben, dass alle Musiken spielen und das gleichzeitig auf zwei Bühnen. Das wäre kurz die Vorstellung von unserem Fest, also mal was Neues. 28 Kapellen sind da, 1200 Musiker und wir bringen insgesamt 16 Stunden Musik zusammen auf diesen zwei Bühnen mit der Defilierung zusammen. Ja, Rahmenprogramm. Es gibt eigentlich rund ums Gelände Ausschank, ja, wie man sagt, dass wir auch die Kapellen gut versorgen können, auch die ganzen Besucher gut versorgen können. Für die Jugend stellen wir so ein, errichten wir, sage ich mal, ein Disco-Zelt, das dann nach die Konzerte der Blaskapellen aktiviert wird. Und es gibt da genauso Kaffee mit Kuchen und wir sind eben im Außengelände, also die Leute können sich von Bühne 1 zur Bühne 2 bewegen oder wo sie halt gerade aktuell zuhören wollen. Ja, dann sage ich danke. Ja, bitteschön, dankeschön. Fürs Kommen.